Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es liegt endlich vor mir das Xiaomi 12S Ultra, das Kameramonster, ja, so wird es doch schon von einiger Fachpresse genannt, ist hier vor mir. Vielen Dank an Trading Shenzhen für die Leihgabe des Testgeräts. Nach meinem Test geht das natürlich an euch zurück. Ich muss aber gleich sagen, es wird noch ein weiteres Video kommen. Ein Vergleich zu meinem persönlichen bisherigen Kameramonster, dem Vivo X80 Pro. Seid da gespannt, da kommt ein Vergleichsvideo. Um das nicht zu verpassen, abonniert doch gleich diesen Kanal. Und jetzt wollen wir das Gerät auspacken und ich schildere euch meine ersten Eindrücke. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Ja, Verpackung Xiaomi 12S Ultra. Co-engineered with Leica, also hier auch nochmal ganz prominent die neue Zusammenarbeit mit Leica hier auf dem Karton, dann niedergeschrieben, hier oben das Xiaomi-Logo und wir ziehen es einfach auf, da machen wir gar nicht lang rum, hier der QR-Code von meinem Vortester einfach hier draufgeklebt, Xiaomi, hier nochmal ein kleines Inlay, Design by Xiaomi, hier haben wir die SIM-Nadel, ziehen wir natürlich auch raus, um zu schauen, was Xiaomi uns im SIM-Schacht anbietet. Dann eine Hülle, die ziehen wir hier mal aus der Verpackung raus und ihr seht hier schon der mächtige Ausschnitt für den Kamerabump. Also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Schauen wir weiter. Hier dann oben auf das Smartphone. Ich muss es rauskippen und ich muss es mir erstmal anschauen. Also das ist schon ein Kamerabump. Der sucht doch seinesgleichen. Aber dazu kommen wir natürlich gleich. Wir legen Sie es erstmal auf Seite und schauen, was im Lieferumfang noch so enthalten ist. Wir haben ein USB-Kabel, USB-C auf USB-A, jawohl, USB-A orange abgesetzt und das bedeutet bei Xiaomi, ja, nicht wundern, 67 Watt. Es ist das Ultra-Gerät. Ich hatte ja hier schon das Pro-Gerät und beim Pro-Gerät haben wir 120 Watt Netzteil. Hier, warum auch immer, bei dem Ultra-Gerät nur in Anführungszeichen 67 Watt. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr wisst, warum Xiaomi bei dem Ultra-Gerät nur 67 Watt anbietet und nicht 120 Watt wie bei dem 12S Pro. Video zu dem 12S Pro findet ihr natürlich hier oben im i oder unten in der Videobeschreibung. Da schaut nach diesem Video auch gerne mal vorbei. Ja, es ist auch ein Ladechip verbaut, hier extra, um dann den Akku sauber und ja schnell aufzuladen. Der Akku 4860 mAh stark. Ihr könnt den auch per 50 Watt Wireless aufladen, also mit dem Wireless Charger von Xiaomi könnt ihr das Gerät dann schön aufladen. 10 Watt Reverse, also ihr könnt auch andere Geräte wie Kopfhörer, Smartphones und so weiter über das Ultra hier auch aufladen mit 10 Watt. Ja, legen wir alles auf Seite. Ich habe es jetzt schon vorweggenommen. 67 Watt Netzteil hier im Lieferumfang enthalten. USB-A auf der Oberfläche. Hier der chinesische Standard. Aber ihr wisst ja, bei Trading Shenzhen bekommt ihr einen Reiseadapter dazu. Er ist zwar groß, aber es tut seinen Job, damit ihr die volle Leistung des Netzteils dann auch ausnutzen könnt. Legen wir auch rüber. Das war's schon, was in der Verpackung dabei ist. Und jetzt kommen wir zum Gerät selbst. Und wir haben hier auf der Rückseite, ihr habt es bestimmt schon gesehen, ein Kunstleder, veganes Leder oder wie man es auch immer nennt. Es gibt zwei Farben. Wir haben einmal hier die schwarze Variante und dann gibt es noch so ein, ja, Mintgrün. Das wäre natürlich sehr cool gewesen, wenn ich dieses bekommen hätte. Aber ich bin überhaupt froh, dass das geklappt hat, dass ich das 12S Ultra von Trading Shenzhen hier auch bei mir auf dem Tisch liegen habe. Links zum Shop findet ihr natürlich alle unten und zum Gerät alle unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne, wie gesagt, nach. Ja, hier das vegane Leder oder Kunstleder, Xiaomi-Schriftzug, Kamerabump, kommen wir ganz in Ruhe dazu später. Hier nochmal den Verweis mit Leica und dann kommen wir zum Rahmen, der natürlich Aluminium ist. Bei einem Preis, selbst Importpreis von 1117 bis zu 1257 Euro muss das auch sein. Da, wie gesagt, ist das nicht ganz so günstig, der Import. Aber das Gerät würde in Deutschland, wenn es überhaupt hier auf den Markt kommt, also es stehen alle Zeichen darauf, dass es nicht hier in Deutschland und in
und in Europa erscheint. Deswegen Import 1117 Euro, 1257 Euro ist schon eine Ansage, aber es ist auch ein sehr, sehr cooles Gerät, muss ich sagen. Wir haben hier die Tasten, die sehr schön angeordnet sind. Hier Antennenstreifen, hier oben haben wir dann abgeflacht die Kante hier auch aus Aluminium. Hier haben wir ein erstes Mikrofon, ein Infrarotblaster und hier der Verweis Sound by Harman Kardon. Natürlich auch hier wieder die Zusammenarbeit mit Harman Kardon, die Soundspezialisten. Der erste Lautsprecher hier, Dual-Stereo-Lautsprecher. Der zweite ist natürlich unten. Zu dem kommen wir auch noch im Laufe des Rundgangs hier. Dann links nur Antennenstreifen. Jetzt kommen wir unten an. Da haben wir erst den SIM-Schacht. Da pieksen wir rein kurz und schauen, ob man den verbauten Speicher auch erweitern kann. Wir haben hier einmal SIM, zweimal SIM. Nein, kann man nicht erweitern. Da müsst ihr euch dann entscheiden. Es gibt Versionen 256 oder 512 GB interner Speicher. Wie gesagt, da müsst ihr euch entscheiden, welche Version ihr euch zulegen möchtet. Machen wir wieder rein. IP68 zertifiziert ist das Gerät auch. Ihr seht auch hier eine Gummidichtung bei dem SIM-Schacht. Das ist wirklich sehr gut. Also ihr könnt das Gerät durchaus mal unter Wasser tauchen. Das macht dem Gerät gar nichts aus. Oder halt auch mal in Staub fallen lassen oder in Sand fallen lassen und abspülen. Das macht, wie gesagt, dem Gerät gar nichts aus. Gehen wir weiter. USB-C-Anschluss. Xiaomi üblich 2.0. Verstehe ich, wie gesagt, immer noch nicht, warum selbst bei dem Ultra-Gerät hier Version 2.0 verbaut worden ist. Dann der zweite Lautsprecher, also Dual-Stereo-Lautsprecher, die sich bestimmt mit der Zusammenarbeit von Harman Kardon richtig gut anhören. Maße, und es ist natürlich nicht klein, das ist ganz klar, 75 mm auf 163,2 mm und es ist 9,1 mm dick und das ist noch nicht mal mit dem Kamerabump gerechnet, sondern hier die Dicke 9,1 mm und da ist, glaube ich, auch der Hase versteckt, warum man hier den Akku nicht mit 120 Watt laden kann, nur mit 67 Watt in Anführungszeichen, weil sonst würde das Gerät noch dicker ausfallen, wie jetzt schon hier die 9,1 mm und halt auch 225 Gramm an Gewicht. Das ist auch schon ordentlich. Also ich denke mal, dass ein Akku, der mit 120 Watt geladen werden kann, doch dicker ist. Und deswegen hat sich Xiaomi dazu entschieden, hier nur mit 67 Watt laden zu lassen. Ja, auf der Front, und wir schalten es ein, es ist schon eingerichtet. Trading Shenzhen installiert euch ja hier immer dem Play Store nach, das ist ganz klar. Schalten wir es mal an und der Play Store, ihr findet hier nochmal von meinem Vortester schon ein paar Apps installiert, Instagram, Twitter und so weiter. Trading Shenzhen, wenn ihr das Gerät bekommt, installiert euch den Play Store nach, deswegen ist es an. Ich guck mal, ob man noch ein bisschen heller machen kann und dann haben wir hier auf der Front ein Display, 6,73 Zoll AMOLED Display mit der Samsung E5 Technik, also die neueste Technik. Mit einer Auflösung auch wirklich brillant. WQHD Plus 1440 x 3200 Pixel. Es hat natürlich die LTPO 2.0 Technik, 3.0 leider nicht. Es ist ja auch schon verfügbar. Das bedeutet, ihr habt variable Frequenzen, Bildwiederholungsfrequenzen 1 bis 120 Hertz und 240 Hertz Abtastrate. Schade, 240 Hertz ist doch wirklich so das Minimum, was ja an gut noch durchgeht. 1500 Nits in der Helligkeit maximal ist natürlich wiederum ein Spitzenwert. HDR10 Plus zertifiziert, Dolby Vision und auf der Front haben wir Gorilla Glass 7 Victus als Schutz. Dann hier oben eine Punchhole, ganz klein. Ich kann ja mal was Helles anmachen, dann seht ihr das auch. Hier seht ihr dann die kleine Punchhole, wirklich ganz, ganz klein. Ihr seht die dünnen Displayränder. Wir haben hier eine Curve rechts und links. Das ist auch aber ganz leicht nur. Ich finde es wirklich sehr, sehr cool gemacht. Dann wirkt das Gerät nicht ganz so wuchtig. Da oben in der Punchhole versteckt Xiaomi dann eine 32 Megapixel Frontkamerasensor. Er ist von Omnivision. Es ist der 32C mit einer Blende von f2.5 und darüber könnt ihr natürlich das Xiaomi 12S Ultra per Gesichtserkennung entsperren. Das ist ganz klar. Und jetzt kommen wir zum Highlight, zum eigentlichen Highlight des Gerätes, dem mächtigen Kamerabump und dem 1 Zoll Sensor von Sony. Es ist der IMX989 mit einer Blende von f1.9. Und hier auch, wie gesagt, die Zusammenarbeit mit Leica.
Leica ist von Huawei zu Xiaomi gewechselt und hat hier jetzt mit dem 12S Ultra direkt ein Kameramonster, wie gesagt, meine Kollegen und auch die Fachpresse dann sagt, dann hier auf den Markt gebracht mit Xiaomi zusammen. Da bin ich wirklich sehr gespannt auf die Fotos. Ihr könnt Fotos natürlich von dem Gerät und über das Gerät bei mir auf Social Media sehen. Ich blende euch hier oben was ein. Folgt da gerne, dann bekommt ihr immer die Neuigkeiten auch damit. Ja, zweiter Sensor, das ist ein Ultraweitwinkelsensor Sony IMX586 mit einer Blende von f2.2, 123 Grad Weitwinkel. Also hier kriegt ihr auch einiges mit auf das Foto. Dann 48 Megapixel, auch nochmal der Sony IMX586 mit einer Blende von f4.1. Das ist die Zoom-Linse, optisch bildstabilisiert. Zweifach, fünffach optisch Zoom und bis zu 120-fach Digital Zoom ist damit möglich. Aber ihr wisst, irgendwann wird es halt einfach nur noch Matsch. Da müsst ihr dann halt schauen, was für euch gerade noch so okay ist. Die optische Bildstabilisierung ist wirklich sehr, sehr gut, dass die mit dabei ist. Dann hat man bei doch relativ hoher Zoomstufe dann doch nochmal ein bisschen Unterstützung und verwackelt das Foto dann doch etwas weniger. Der vierte Sensor ist ein TOF-Sensor. Also für die Tiefenunschärfe dann zuständig im Foto, 0,3 Megapixel kann man außen vor lassen. Die Hauptkamera unterstützt 8K Videos in 30 FPS, 4K Videos in 60 FPS. Natürlich könnt ihr die auch wieder mit dem Ultra Stable Video Mode stabilisieren, aber dann wieder leider nur selbst bei dem Ultra Gerät nur in Full HD Qualität. Ist echt komisch, warum das die Hersteller nicht hinbekommen, dass es zumindest mal in 4K möglich ist. Ja, optisch bildstabilisiert ist der Hauptsensor auch und halt wie gesagt der Zoom-Sensor. Elektronisch bildstabilisiert ist dann der Ultraweitwinkelsensor. Ihr habt einen optischen und Digital-Zoom, wie gesagt bis zu 120-fach digital, 3- und 5-fach optisch. Dann habt ihr Autofokus, HDR, einen Nachtmodus, einen Mondmodus hat Xiaomi es auch eingeführt. Ich bin mal gespannt, ob wir bald wieder Vollmond haben, ob ich euch dann beim Vergleich zum Vivo X80 Pro auch Mondfotos schießen kann. Da bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, abonniert gerne den Kanal, um dieses Video halt nicht zu verpassen. Ihr habt zwei Leica-Filter hier integriert. Ich glaube, da muss Leica noch ein bisschen mehr erst entwerfen und mit Xiaomi zusammen ein bisschen was programmieren, dass da noch ein bisschen mehr kommt wie nur zwei Filter. Das ist ganz klar. Ja, jetzt kommen wir nochmal auf die Front und entsperren das Gerät und die Software hier drauf ist MIUI 13 mit Android 12 als Basis, das ist ganz klar. Es ist die internationale Version, also eigentlich ohne Play Store mit englischer und chinesischer Sprache. Wie gesagt, ihr könnt oder auch Trading Shenzhen macht es schon, euch den Play Store nachinstallieren. Das Gerät ist dann nur auf Englisch nutzbar oder halt chinesisch, wenn ihr das könnt. Aber es gibt seit paar Tagen jetzt auch die Möglichkeit, eine EU-ROM, also mit deutscher Sprache zu installieren. Ich verlinke euch das gerne mal unten in der Videobeschreibung. Auch ein Video dazu, wie das funktioniert, kann ich euch auch verlinken. Da schaut gerne, wie gesagt, nach. Ihr könnt das Gerät dann auf Deutsch nutzen. Ihr habt wie hier dann auch Safety, Netcheck und so weiter. Ihr könnt Google Pay dann nutzen und so weiter und so fort. Wir kommen zur verbauten Hardware, also der Snapdragon 8 Plus Gen 1, also der neueste Chipsatz, der auch hier, wie gesagt, keine Probleme mit Hitze haben soll, zumindest keine größeren Probleme, nicht wie sein Vorgänger, der 8 Gen 1, sondern hier mit dem Plus noch dabei. 3,2 GHz Adreno 730 Grafikeinheit als Unterstützung, 8 oder 12 GB LPDDR5 RAM. Und wie erwähnt, 256 oder 512 GB UFS 3.1 interner Speicher. Und das gibt bei AmTuTu Benchmark 1.105.958 Punkte. Damit könnt ihr alles zocken, was ihr im Play Store runterladen könnt, an Games, an Anwendungen, überhaupt kein Thema. Ja, 5G bei der Konnektivität ist vorhanden. Auch das der wichtige Frequenzband N78. Bei LTE gibt es leider die Einschränkungen. Kein LTE Band 20, 28 oder 32. Also die wichtigen LTE Bänder für Deutschland sind nicht mit hier integriert. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Also da müsst ihr euch wirklich vorab informieren, ob ihr diese Frequenzbänder unbedingt benötigt für das mobile Internet auf eurem
Xiaomi 12S Ultra. WLAN 2,4 in 5 GHz, Wi-Fi 6 natürlich auch, Bluetooth 5.2 mit den Codecs aptX, LDAC, SDC, AAC. Das sind alle wichtigen Codecs hier von Bluetooth mit integriert. NFC fürs mobile Bezahlen, wie gesagt, der Akku nochmal 4860 mAh mit 67 Watt Laden. Das Netzteil ist mitgeliefert, 50 Watt Wireless und 10 Watt Reverse Wireless Charging. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu dem Gerät haltet. Es geht bei mir hier die Glocke los, deswegen beeile ich mich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen zu dem Xiaomi 12S Ultra. Schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von diesem Gerät haltet und wie ihr das findet, dass das Gerät, so wie es aussieht, nicht hier in Deutschland und in Europa erscheint. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann lasst doch gerne mal auch noch einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.